Hey, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baby-ish. Ja, wir spielen jetzt wieder die Wegberg-Modifikation. Ja, wir spielen ja Immersion die 4 und ich wollte ja eigentlich die Modifikation ja vorstellen. Lange ist das her, ich habe kleine Pause gehabt und CD ist verschwunden und ich habe mir das Spiel jetzt nochmal aufgetrieben für viel, viel, viel Geld eigentlich. Ich habe für das Spiel eigentlich 30 Euro rausgehauen, was eigentlich nicht mal so viel wert ist. Aber für euch habe ich es gemacht. Und ja, in der Zwischenzeit ist die neue Wegberg-Modifikation rausgekommen, die Version 6.0. Jetzt ist es mittlerweile die Version 6.1.2. Also sind schon einige Bugs behoben worden. Und ja. Ja, wir gucken mal. Wir haben jetzt diesmal den 28. Juli, 28.07, 2013. So, ja, den Namen, Baby ich halt, 10 Uhr, sonnig, Anfänger. Gut, dann fangen wir mal an. Ja, das ist schon mal neu. Feuerwehr Winkberg. Das hier war auch relativ neu. Man hat jetzt das Dach drauf gemacht. Und ja, für alle, die es nicht kennen, Immersion die 4 ist ein Strategiespiel basierend auf Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen und THW. Machen wir Alarm. Das mal abwarten. So, Sirene geht auch. Gut, Sirene geht auch schon mal. Bei Feuer 2 geht immer die Sirene. Feuer 2 ist immer was Größeres. Und ja, also, hier kommen auch schon die Leute. Wie gesagt, lange ist das her. Ich werde jetzt mal davon. Ja, Wen so. unterwegs? Fahrzeug 10 hört. F389 von Das sind die Funksprüche, die gehen immer im Hintergrund, finde ich. So, Funkschützer. Ich schicke den schon mal los. Ich warte noch mal auf, bis. Zwar hier kommen schon die ganzen Leute. Ja, gut. Diese Funksprüche sind ganz normal. Das hört man auch immer. Und ja, wie gesagt, bei Feuer 2 muss ich damit rechnen. Haus ausgelöste am Lindenhof, das klingt so wie. So, dann markieren wir erstmal alle, die schon sich umgezogen haben. Da kommt auch einer Wird von der umgehend Stadtwerke. durchgeführt. Das ist eine freiwillige Feuerwehr. Und ich finde das richtig gut Fahrzeug gemacht 12 hört. mit dem Sound. Bin unterwegs. Fahrzeug Ja, 12 auf jeden hört. Fall. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 12 hört. 1-8, genau, die Besetzung 1-8. Fahrzeug 12 hört. Wir machen die Nummer 3. Schon richtig gut gemacht, also. Mir gefällt das richtig. Was auch euch aufgefallen ist, das hier ist jetzt ständig da.
Ich weiß nicht, wo man da irgendwo schießen kann. Also ich habe das Spiel jetzt nochmal ganz kurz angespielt, getestet und... Fahrzeug 1 hört. So, da geht auch ein Auto auch an. Das ist richtig wie im Original, ich finde das richtig schön gemacht. Fahrzeug 1 hört. Ja, ist die Gulbe gewesen. Wir machen auf. Einsatzbereit. Frontblitzer. Schicken unser Ding weg. Ja, wie gesagt, das kann man noch nicht benutzen, leider. Und das noch nicht. Das würde ich sehr gerne nutzen, aber. Ja, das steht still. Aber dafür gibt es andere Neuerungen. Man kann jetzt zwei andere freiwilligen Feuerwehren dazu rufen. Man kann die Polizei dazu rufen, Rettungswagen und den Notarzt. Das ist die Neuerung. Sonst war immer vorher bei der Version bis zur Version 5 nur die Wegberg. Und es war nämlich schon alles da. So, dann wechseln wir jetzt mal die Map. Ja. Das war so. Was soll man denn das sagen? Es war halt so. Ja. Aber auf jeden Fall, gibt's neue. BMA? Sie sagen, dass hier die BMA angesprungen ist oder was? Ah, ja. Hier ist die BMA angegangen. Ah, brennt auch. Gut, machen wir einen Einsatz angekommen. Ich will den Sprechmund, also Florian Wegberg 11-1. Wir müssen auf jeden Fall Verstärkung holen. Achte Lagerbildung mit weiteren Kräften und wir nehmen Feuer. Erste Lage Feuer, Trupp unter PA zur Brandbekämpfung, weitere Kräfte zur Einsatzstelle kommen. Und wie gesagt, ja, hier sieht man's. Das ist alles neu, Rettungswagen neu, Löschfahrzeug an den Tanklöschfahrzeug. Wir nehmen hier noch ein Löschfahrzeug und ein Tanklösch und die Polizei und Anfahrt mit Sonderrechten. Fahrzeug 2. Ich hab's alarmiert über die Piepser. Und Trainer. Oh, die sind nämlich schon da, das ging aber fix. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 2 hört. Fahrzeug 2 hört. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 2 hört. Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug 9 hört. Okay, Fahrzeug 9 hört. Abspringen. Fahrzeug 6 hört. Ja, mal schon an, Schutz, und wir nehmen Strahlrohr. Haben wir noch irgendwo noch einen mit Atemschutz?
Menschen unterwegs. Der hier, nach dem Brandbekämpfung, Standrohr. Die Pumpe nicht gestartet. Fahrzeug 2 hört. Keine Sorge. Fahrzeug 2 hört. Die Pumpe, die starten wir jetzt noch. Und gehen einmal rein. Eine Wasserversorgung brauchen wir immer, auch wenn er Tanks hat. Fahrzeug 2 hört. Okay, mit einer Axt. Fahrzeug 6 hört. Technische Hilfeleistung, Axt. Fahrzeug 9 hört. So, ist so nur noch Polizei. Was ja eigentlich nicht umsonst. Naja, gut. Dann machen wir das auf jeden Fall. So, da gehen wir rein. Und gucken wir mal, ob hier jemand drin ist. Nee. Und kommen dann noch Ersatz. Ja, auch so ein bisschen leicht verkackt rum. Aber ich glaube, da kann frei gemacht werden. Haben wir es geschafft? Kann man auch gleich eine Funkmeldung machen. Fahrzeug 4 hört. Auf dem Weg. Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug 8 hört. Dann machen wir eine weitere Ladung und machen wir hier Feuerwehrlift. Weitere Lagemeldung. Feuer auf und Einsatzstelle wird an den Eigentümer übergeben. Wir machen die Wache an. Auf
Fahrzeug 6 hört. Auf dem Weg. Fahrzeug 2 hört. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Fahrzeug 2 hört. Fahrzeug 2 hört. Bin unterwegs. So, da können die nämlich auch weg. Ja, sorry, dass ich ein bisschen Fahrzeug still bin, aber bei sowas konzentriere ich mich und ja, so, dann mach ich nur noch, Fahrzeug 2 hört. Noch eins. Fahrzeug 9 hört. Hier fahren ein Fahrzeug 4 hört. Fahrzeug 4 hört. Ist das mal anders? So langsam. Mike 82 von 200, willkommen. Gut, ich dachte, ich könnte das nur. Fahrzeug 4 hört. Aufgenommen männlich, okay. Ist dann nicht in die Abend. Das ist immer so ganz interessant. Immer so ganz interessant, wenn. Und Florian heißt Tag 111, Status 1. Und schon sind wir fertig. Also, das war die 8. Mission. Ich würde sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben und wenn nicht, dann schreibt in die Kommentare, was ihr so sehen wollt, was ihr so wissen wollt und wie gesagt, den Download-Link verlinke ich auch noch unten und wie gesagt, nicht vergessen, man braucht das Originalspiel MSN4 und ich sage Tschüss, auf Wiedersehen, euer Baby-Ich, wir sehen uns zur nächsten Folge.